Ich bin's wieder, euer Webmaster, und heute gibt's das Road to 22. Leute, es ist wieder soweit. Die Road to Serie ist wieder draußen und Leute, ich bin so gehypt, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Im Starterpack sind enthalten, wie gewohnt, ein Sammelordner, ein Gameboard, 5 Packs. Plus ein Sammelmagazin und eine Limited Edition. Zum Design: Wir haben hier auf dem Starterpack Kylian Mbappé, Lewandowski, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo, Ivan Rakitic, Marco Reus, und das ist einer von Italien, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Und hier haben wir, wie versprochen, die 5 Packs. Die packen wir erstmal auf die Seite und schauen uns mal die Mappe an. Hier haben wir die Limited Edition. Toni Kroos, also die Limi schaut mega geil aus, Leute. Das sind richtig coole Limis und ein Riesenlob an Panini von mir. Und die legen wir jetzt einmal auf Seite und schauen. Hier kann man gleich erkennen, das finde ich auch gut, welche Kategorien auf uns warten. Hier haben wir Fans Favorite, Rising Stars. Und hier unten sind die Top Masters. Und das, was dieses Jahr neu ist, sind die 18 Nations League Special Cards. Sogar die Trophäe ist hier mit am Start. Packen wir das mal wieder schön rein. So, und hinten ist das Sammlermagazin. Das ist ja jetzt schon Standard geworden und da sind immer coole Sachen drin. Hier sieht man die Qualifikationsgruppen. Österreich ja in Gruppe G mit Polen, Israel, Slowenien und Mazedonien und Lettland sind ja leider nicht so gut in die EM-Qualifikation gestartet, sorry. Ja, hier findet man noch ein paar Informationen zum Online-Game. Hier sind halt die verschiedenen Ko Kategorien von den Teammates. Es gibt 25 Teammates, 45 Fans Favorite. Goalstopper 9 Karten, Defensiv Rocks 9 Karten. Und das finde ich auch sehr gut, dass man darauf geachtet hat, dass die Karten richtig reinpassen. Dass man nicht zum Beispiel mit 10 Karten oder 15 Karten pro Team startet. Und ja, dann haben wir hier die Keyplayer, die gibt es eh jedes Jahr. Game Changer auch nach wie vor. Hier die Expert und die sind auch neu. Die UEFA Euro Experts haben wir hier. Sergio Busquets, Thomas Müller hat hier auch noch eine Expert-Karte bekommen, obwohl er von Teamchef Jogi Löw aussortiert worden ist. Ist und Pepe von Portugal. Hier haben wir die Invincible und ja. Richtig cooles Magazin, dass man das immer in die Kollektion packt. Finde ich richtig geil. Und wir schauen jetzt einfach in die Bags und was uns da erwartet. Hier noch das Gameboard. Für jene, die
spielen möchten untereinander. Wir schauen jetzt einfach uns mal die Packs an. Zu den Booster Signs möchte ich auch noch was sagen. Wie viel haben wir hier? Jetzt nur zwei, aber es sind glaube ich drei Booster Designs. Ich finde die Booster Designs ein bisschen, sie hätten besser werden können, sagen wir so. Ein bisschen dunkel sind die und ja, schauen wir, ob das noch besser wird, zu wem bei den Karten. Das sind ja nur die ersten Karten, die was wir zu sehen bekommen. Und dann fangen wir an mit Lukas Hadecki von Finnland. Dann die Powerkarte ist Thibaut Courtois, der belgische Torhüter. Dann Kaan Ayahan von der Türkei. Dann haben wir Thomas Fujklik von Tschechien Republik. Dann haben wir Timo Pukki und Thomas Sukek. So. Dann kommen wir gleich zum zweiten Booster. Und hier haben wir den Superstar Cristiano Ronaldo. Dann haben wir Kieran Tierney von Schottland, Kyle Walker von England. Und die Engländer sind für mich sowas wie ein Geheimfavorit. Bei der EM, die haben so viele junge Talente, die was hier nachkommen. Und die werden auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch viele Erfolge feiern können. Dann haben wir Jesper Cillessen, Torhüter von der Niederlande. Dann haben wir Thibaut Courtois, jetzt auf Space-Karte. Dann Christian Eriksen. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Booster. So, da haben wir als erstes Ruby Brady von Republik Irland. Dann haben wir hier Roland Salai von Ungarn aus Rising Star. Dann haben wir Georg Dukundien von Rumänien. Bien Sisto von Dänemark. Dann David Brooks, Manuel Akanja von der Schweiz. Und dann kommen wir auch schon zum vorletzten Booster. Aber Leute, ihr dürft gespannt sein. Es wird auf jeden Fall noch Blister kommen, Multipacks, Dins, die kleine Din, dann ein Display, Livestreams, also ihr dürft gespannt sein, was hier noch alles kommt. Hier ist John Stones, dann haben wir von Griechenland Kostas Futunis als Keyplayer, dann haben wir Kevin De Bruyne von den Belgiern, dann Philipp Novak. Dann Thorgan Hazard von Belgien, auch der Bruder ist jetzt dabei, von Eden Hazard. Dann haben wir Vidra. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Päckchen dieses Videos. So, da haben wir Markus Berg von den Schweden. Dann haben wir hier so eine Nations League, halbtransparent, und die sind auch richtig geil geworden. Dann haben wir Jordan Henderson von England, dann Stefan Thivier
von Niederlande, dann wieder Memphis Depay, dann Robert Mack. Und ja, Leute, das war es jetzt auch schon mit diesem Video und mit dem Starterpack. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und dann haut rein und ciao.